Hallo, wir stehen hier mit Aurelia Brecht, IFA-Kulturmanagerin in Hermannstadt. Und ich glaube, heute reden wir ein bisschen über den Kultursommer in Siebenbürgen. Und willst du uns ganz kurz sagen, was uns da erwartet, was es überhaupt ist? Der Kultursommer wurde stellvertretend ins Leben gerufen, weil eben kein großes Sachsentreffen stattfinden konnte. Und deswegen hat man sich darauf geeinigt, dass man 3 Wochen lang dezentral in Siebenbürgen verschiedene Veranstaltungen organisiert. Das heißt, über 3 Wochen hat man einen bunten Strauß von Kulturveranstaltungen überall, also Lesungen, Heimattreffen, Theateraufführungen, Thementage. Und das ist das Programm dazu. Mehr findet man auch online unter kultursommer.ro. Da findet man das aktualisierte Online-Programm. Und ja, da haben wir zum Beispiel auch einen Thementag. Engagiert euch. Wie kann man sich in Siebenbürgen engagieren? Wo sind die Institutionen, wo man vielleicht tätig werden kann, auch als junger Mensch? Ja, das sind so die Veranstaltungen. Als Kulturmanagerin für die IFA, was sind denn da deine Aufgaben? Für was bist du zuständig? Um was kümmerst du dich? Wie können wir uns das vorstellen? Also, das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart ist der älteste Kulturmittler in Deutschland und da gibt es eben viele Bereiche, aber ich bin Teil des Entsendeprogramms und innerhalb des Entsendeprogramms gibt es eben Kulturmanagerstellen und Redakteursstellen. Ich habe eine Kulturmanagerstelle in Hermannstadt und die Aufgabe ist, in Ost-, Mittel- und Südosteuropa die deutschen Minderheiten zu unterstützen mit diesen Stellen und meine Aufgaben sind im Bereich Kulturarbeit, Projektarbeit, Jugendarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ein großes So, Feld. das ist ein großes Feld und da kann man sich eben ein bisschen, ja, auch ehrlich gesagt ausprobieren und man kann auch Bücher machen, wenn man möchte, man kann Workshops machen, man kann Lesungen veranstalten in Hermannstadt und auch mit verschiedenen Partnern in Deutschland und Rumänien zusammenarbeiten. So, und dann habe ich gehört, du kannst uns noch was über eine Reise nach Siebenbürgen verraten. Genau. Innerhalb des Kultursommers gibt es nämlich auch eine Jugendreise. Das ist ein Roadtrip durch Siebenbürgen. Also meldet euch an. das ist interessant. Also da wird, das haben die Jugendorganisationen aus Deutschland und Rumänien, die siebenbürgischen Jugendorganisationen aus Deutschland und Rumänien organisiert. Und das ist eine gute Gelegenheit, um Siebenbürgen kennenzulernen und sich da umzuschauen und ja, zu gucken, was sich da so tut. So, danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns am Kultursommer und bis dahin eine gute Zeit. Ja, euch auch. Dankeschön. Dankeschön.